Fuck You Goethe, das Musical, bringt die chaotische Klasse um Danger, Chantal und Herrn Müller auf die Bühne. Es basiert auf dem ersten Teil der Erfolgstrilogie, in der Seki Müller, gespielt von Elias Mbarek, vom Kleinkriminellen zum Aushilfslehrer avanciert. Ja, wir haben das so ein bisschen tatsächlich auf uns zukommen lassen, weil wir gesagt haben, wir können ja nicht reine Abziehbilder casten. Wir suchen Leute, die individuell diese Profile von den Rollen verkörpern können, ohne halt eben immer gleich vergleichbar sein zu müssen. Weil diese Figuren sind so bekannt mittlerweile, dass man sich da natürlich auch sehr schnell in einen Vergleich begibt, den man dann fast nicht gewinnen kann, weil Millionen Leute den Film gesehen haben und das gewohnt sind. Und wir haben versucht, Leute zu finden, die dem gerecht werden und die aber eine Persönlichkeit haben, dass man auch ein bisschen einen anderen Weg gehen kann im Stück. Die Leute singen auf einmal, die müssen tanzen, die müssen viel... Die müssen mehr machen als nur auf einen Close-up im Film zu reagieren, sondern die müssen dann wirklich auch noch eine ganze Nummer dazu singen. Spielort des Stücks wird das Werk 7 im Werksviertel sein. Das ehemalige Kartoffellager von Fanny, in dem knapp 700 Besucher Platz finden sollen, wird derzeit noch umgebaut. Fuck You Goethe wird die erste Aufführung im neuen Musicalhaus sein. Ich habe erst mal gedacht, wenn ihr euch da mal nicht überhebt oder irgendwie, weiß ich nicht, ob das klappen könnte. Aber dann habe ich, dann so die Demos gehört, auch mit der Musik und so weiter, und das funktioniert wirklich richtig gut. Hip-Hop, Rap und Popballaden, rasante Choreografien und viel Humor. Mit einer eigenen Musiksprache verleiht das Autorenteam den Charakteren eine Persönlichkeit und macht sie hautnah erlebbar. Ja, zunächst mal guckt man halt, wo ist die Musik in dem, im Film, wo gibt es Songmomente, wo kann man was benutzen, was lässt sich gut über Musik erzählen, weil dafür machen wir es ja am Schluss als Musical, und das war so der Ausgangspunkt, worüber wir ganz viel gesprochen haben. Ja, und dann wollten wir es einfach fresh und neu und lustig und voll Power hinkriegen, und das war so der Gedanke von uns dreien. Dazu trägt auch der junge Cast bei. Also, ich finde Hip-Hop einfach geil, dass man Hip-Hop tanzen kann. Sonst hat man bei Musicals ja immer, dass man Modern, Jazz, sowas in der Richtung tanzt. Und Musical mit Hip-Hop und Rap und Pop und so weiter. Der Probenstart ist für Mitte Dezember geplant. Am 21. Januar soll dann die Uraufführung sein. Will sich der Lehrer nicht auf den Stuhl mal vor die Schüler setzen oder sowas?